herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich bin euer Tamo67, der Ü50 YouTuber. Hab heute ein Replay mit vom Schmersch aus dem kleinen IMGA mit seinem IKV-90B. Das klingt so ein bisschen ostdeutsch, finde ich, so irgendwie eine Bezeichnung so her. Ja, Stufe 7 Schweden TD. Das Ding habe ich noch nicht vorgestellt. Das machen wir mal ganz schnell. So, das ist das gute Ding. Er hat mir mitgeteilt, was er eingebaut hat. Er hat eingebaut ein Richtantrieb, Tarnnetz und Schere und das übliche kleine Geraffel hinten. Und als Direktive hat er einen verbesserten Richtantrieb drin. Somit kommen wir auf 2900 Damage pro Minute, kommen durch 210er Blech durch, Nachleiter von 7,09, Einziehzeit 1,98 und eine Zielerweichung von 0,35. Ja, das Ding, das scheint zu treffen. 45 km Top Speed, oh, ist relativ schnell. 10 Grad Gun Depression, läuft auch. Panzerung, die Bild am Sonntag ist dicker. 800 Strukturpunkte, eine Sichtweite von 425 Meter. 4 Mann-Crew und der Commander darf im Radio spielen. So, ich hätte statt des Tarnnetzes vielleicht eher einen Ansetzer genommen. Und damit kommen wir schon mal auf den Nachleiter von 6,39, also 0,7 Sekunden schneller, fast eine Sekunde schneller zum Nachladen. Ich denke mal, Schmersch, Ansetzer wäre sinnvoller gewesen oder ist sinnvoller. Aber guck mal, was du gemacht hast. Wir gehen mal kurz auf die Panzerung rein. Ich meine, da gibt es nicht viel. So steht er vor euch und ja, egal. Es gibt nichts, wenn er schräg steht. Ihr seid ein kantiger Brotkasten. Euch haut überall alles rein, von oben, von unten, von links nach rechts. Ihr habt keine Panzerung, selbst ein Fünfer nimmt euch auseinander, wenn ihr Top-Tier seid. Ja, okay, wir gehen ins Gefecht. Das ist das gute Stück. Ist er dann drauf? Ein Wikingerhelm. Hey, hey, Vicky. Nee, hey, hey, Schmerz und die Wikinger. Okay, wir sind hier auf Westfield in einem 3-Stufen-Matchup. Wir sind mit hier. Und dann schauen wir nochmal, was er gemacht hat. Und los geht's. Ihr seht das recht gut hier, auch wenn nicht. Das ist ein Turmloser TD. Für den Turmloser TD müssen entweder eine saugute Panzerung haben oder schnell und mobil sein. Okay, ich mag schon mal keine Bäume. Na du, wird Geld gebracht. Aha! Wir hatten Ahnung immer, wo die Arte hinschießt. Das ist ja interessant. Baut. Okay, hier ist ein Standard. Und haben keine Ziele. Ja, so ein CD turmlos ist man immer auf andere angewiesen. Solange man einen Turm hat, kann man vielleicht als Light agieren, noch wenn man mobil ist, oder als Heavy für den T30, den kanischen. Da kommen wir durch. Oh, das ist ein Uni, okay. Ja, hier werde ich treffen. Okay, mittlerweile jetzt hat er gewechselt. Auf verbesserte Munition. Was haben wir da? AMX-50B, schön in der Seite, wunderbar. Mal kurz anklopfen. Ja, er verwirrt unsere Zuschauer hier. Und verwirrt mich hier auch. Ah, ah, drei Ziele und nicht einziehbar. T50. KV1. Oh. Zu 152 schön eins mitnehmen. So, nachladen. Ja. In solchen Situationen ist ein Ansetzer halt besser, weil wir laden schneller nach. Eine Sekunde schneller nachladen, das entscheidet über Leben und Tod. Kleiner Tipp an andere für dich, Schmersch. Kein Tarnnetz, Ansetzer. Okay, steht 3 zu 1. Wir sind immer noch auf verbesserte Munition. Schöner Treffer KV1 in der Seite. Ja, Stufe 5 Panzer, ne? Was haben wir da? Den Challenger? Jawohl.
Oh, da ich jetzt drauf gehen, hätte noch mal blind einen hinterher geschossen. Den nehmen wir doch. Wenn der uns so schön die Seite zeigt, da kann der Schmerz unmöglich nein sein. So ist vernascht er zwischen Frühstück und Mittagessen. Jetzt 6:3, da ist noch nichts entschieden. Team hat auch noch keine Map-Control. Oh, aber nicht ganz eingezielt, hat er getroffen. Okay. Jetzt solche Situationen. Ich weiß nicht, wie gut deine Crew ist. Ich gehe davon aus, 6er Sinn sollte er haben, der Kommandant. Wenn man das nicht hat, nur falls die Direktiven mitnehmen. Ja, D32 am Turm. Ja. Ja, da war ich ganz eingezielt, habe ich das Gefühl gehabt. Nicht. T32-Turm ist ganz gut. Oh, artgerechte Sterben. Oh ja, ja, die sind nicht eingezielt. Artgerechte Sterben können wir jetzt machen. Ja, diese Sekunde, was man schneller nachlädt, ne? Kriegt man deutlich mehr Schüsse raus. Die zeigt nur Turm, da kommen wir nicht durch. Da kommt der Challenger. Den Schuss hätten wir jetzt aufgehoben, wenn Challenger dahin. Jawohl. Aufbleiben, noch ein hinterher. Der steht da noch. Genau. Da spritzt er keinen Schotter, keinen Dreck auf. Das heißt, er hat mal getroffen. Ja, der ist jetzt weg. Ja, überhastet. Schmerz, bleib locker. Der Challenger arbeitet dann noch und jetzt arbeitet er nicht mehr. Ja. Er scheint eine weibliche Kuh drauf zu haben, so hört das jedenfalls an, von der Stimme her. Er hat seine Weiber zum Ausputzen aufs Schlachtfeld rausgeschickt, wahrscheinlich. Dann gucken wir mal. Da ist nur noch die Arti da. FS Gefechts gucken wir auf dem Tacho. 2650 Damage gemacht, 308 Spottschaden und das Game ist vorbei. So, gucken wir nochmal, was haben wir denn gemacht? 3 zerstört. Kritische Treffer, Durchschlagstreffer. Ja, ganze Panzerreihe hier. Gefühlt das halbe Team hier hat da beschossen. So, Teamscore. Vom Schaden her auf dem ersten Platz mit 2914 Schaden, 3 Kills. Da geht er weiter mit 1970 und dann verliert sich ganz so ein bisschen. Oh, mal gucken, detaillierten Report. Ja. Durch die Missionen so ein bisschen und Prämien konnte er noch ein klein bisschen Plus machen. Ja, war ein schönes Replay. Weil die Reihe habe ich noch gar nicht begonnen. Doch begonnen habe ich schon die schwedische TD-Reihe, aber noch nicht so weit. Ja, war ein schönes Replay. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.